Nachdem ich das letzte Mal bei dem Video, das ich hier gedreht habe, mit dem Hyundai Kona einiges an Kritik habe einstecken müssen, wie zum Beispiel Ladeplatzblockierer oder meine Redegeschwindigkeit ist nicht unbedingt auszuhalten, und das könnte man innerhalb kürzester Zeit auch sagen, das, was ich jetzt getan habe, dann machen wir das halt heute ein bisschen anders. Also ich werde erst hinfahren, versuchen zum Anstecken, und zwar mit meiner, schauen wir mal, ausschalten und hier öffnen bitte, genau. So, jetzt machen wir es erst einmal so, bevor ich irgendwie anfange, tue ich das nämlich so machen. Schademo. Ich bin ja froh, dass er einen hat, ein Schademo, das Teil. Und jetzt werde ich versuchen einzuschalten. Und schauen wir mal, was er tut. Er fährt hoch. Und es funktioniert. Das ist doch schon mal was. So, genau so rum gehört sich das. Peace, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Heute geht es darum, dass ich mit meinem Kia Soul an der NBW Schnellladesäule mit der Hyundai-Karte laden kann. Das wollte ich ja mal ausprobieren und war echt selbst gespannt, ob es geht. Für mich war es eigentlich fast klar, weil diese technischen Informationen, die man bei der Bestellung von der Karte abgeben muss, kann ja kaum die Ladesäule an den Server posten. Da ist zum Beispiel die Fahrgestellnummer dabei, die ja jetzt eigentlich rein theoretisch nicht zusammenpasst. Das heißt, auf die Schnelle und ein kurzes Video, nicht, dass sich wieder wer angegriffen fühlt, dass ich da so lange laber und ich das viel schneller hätte sagen können. Hyundai Ladekarte, Kia oder keine Ahnung, jedes andere E-Auto kann man benutzen. Ich habe jetzt auch mal in die AGBs reingeschaut. Ich habe jetzt da nichts gesehen, dass man eigentlich das auch nicht darf. Dass man nicht mit einem anderen Fahrzeug laden darf, außer einem Hyundai. Warum macht man dann sowas? Ich weiß es nicht. Klar, kriegen die Hyundai-Kunden eine E-Mail geschickt, wo dann drauf steht, hier kannst du mal beantragen. Scheinbar gibt es eine gewisse Zahl nur. Weiß nicht, ob es jeder kann. Man zahlt ja eigentlich jetzt 5 Jahre lang keine Grundgebühr. Grundgebühr wären normalerweise 4,99 Euro, aber mit der Karte sind fünf Jahre kostenlos. Das heißt, man kann in den 5 Jahren erst einmal ohne Grundgebühr den Vielladevertrag nutzen, wo dann eben diese 39 Cent pro Kilowattstunde rauskommen. Ich habe gelesen in der E-Mail, dass wenn man bis dahin keinen Hyundai mehr fährt, sollte man sich auch abmelden und den Vertrag freigeben, sodass ein anderer Hyundai-Fahrer in den Genuss dieses Vertrages kommt, so heißt es. Das heißt für mich, es gibt nur eine gewisse Menge an diesen Verträgen, die scheinbar jetzt rausgeworfen werden. Wenn man da als Erster dabei ist, hat man scheinbar Glück. Ich weiß bloß nicht, ob das funktioniert. Also ob es da unendlich viele Verträge gibt, das weiß ich nicht. Es funktioniert, er ladet mit einer Geschwindigkeit von, ich guck mal schnell, 50, also 49,2 Kilowatt. Recht viel mehr kann er eigentlich nicht. Ich glaube 70 geht er. Aber auch hier wieder Akku kalt, der ist über Nacht draußen gestanden bei minus 2 Grad oder so. Und dementsprechend ist der Akku noch recht kühl. Wahrscheinlich fährt er dann keine volle Leistung. Er ladet auf jeden Fall 10 Kilowatt schneller oder mehr als der Hyundai Kona, den ich ja das letzte Mal getestet habe. So.
Dann habe ich noch, wie gesagt, ich habe einige Kritik einstecken müssen für das Video vorher, quasi wie ich mit dem Hyundai dahergefahren bin, dass man mir nicht zuhören kann, weil die Redegeschwindigkeit einfach zu nicht auszuhalten ist. Ich weiß nicht, rede ich zu langsam, rede ich zu undeutlich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder dass ich erst hergefahren bin, dann zur Kamera und dann erst angesteckt habe, das gehört sich auch nicht. Ja, man kann natürlich jetzt auch Erbsen zählen, es ist weit und breit keiner da. Ja, ihr habt recht, sollte man so tun, aber es gibt, glaube ich, Schlimmeres. Außerdem war ich ja da, ich hätte ja sofort wieder wegfahren können. Und ich habe auch gehört, dass ich die E-Mobilität damit schlecht gemacht habe, weil ich gesagt habe, dass ich, also erst wusste ich gar nicht warum, ne, gerade von mir die E-Mobilität schlecht reden, das ist echt gewagt. Aber es hat einer geschrieben, ja, der Grund ist, weil ich gesagt habe, jeder kennt das, man fährt auf der Autobahn und muss laden, findet mal eine Ladestation, die frei ist und die auch funktioniert. Und dieses, das auch funktioniert, war scheinbar ein bisschen negativ zu sehen. Ja, weil er dann dort reingeschrieben hat, der hat das immer probiert und es geht jetzt einmal frei und so weiter. Naja, einmal frei ist was anderes. Ich gehe immer von mir selber aus, was ich alles schon erlebt habe, und glaubt mir, ich habe so einiges erlebt. Ich fahre jetzt seit 3,5 Jahren E und in den 3,5 Jahren E habe ich einiges erlebt. Dass ich gerade noch so von A nach B gekommen bin, ohne irgendwo liegen zu bleiben, weil wieder mal eine Ladesäule nicht funktioniert hat. Und ich habe schon reichlich nicht funktionierende Ladesäulen gesehen. Allein wie ich von Horb zurückgefahren bin, mit dem Kona war das letztes Jahr, wir sind an 3 Ladestationen gefahren, die nicht funktioniert hatten, die sie auch nicht freischalten haben können, auch mit einem Telefongespräch nicht. Die 4. hat dann funktioniert. Und ich weiß, dass der André von Fair, der Kanal, den kennt er ja, dass der eigentlich ein ähnliches Problem gehabt hat mit seinem, damals hat er noch einen i3 gefahren, war es das gleiche Problem. Der ist auch von einer Ladesäule zur anderen gegockelt und hat nicht laden können. Ja, das mag vielleicht wieder besser geworden sein, es kann sein, weil dieses Jahr weiß ich das nicht, weil ich dieses Jahr nur ein einziges Mal weitergefahren bin als eine Akkureichweite, und zwar wo ich nach Regensburg, Österreich gefahren bin, zu KTM und dann wieder zurück, und dann habe ich in der Nähe von Passau in der Schnelllade, das war ein NBW, habe ich geladen und die hat funktioniert. Die funktioniert jetzt auch, aber man muss immer wieder damit rechnen, dass man an Ladesäulen hinkommt, die einfach nicht funktionieren. Das ist so. Und meistens funktionieren sie nicht, weil sie keine Verbindung zum Server haben, und das ist oft das Problem. Nicht, dass das Ding nicht keinen Strom hat oder dass das Display nicht geht oder sonst irgendwas, sondern meistens ist es so, dass die Verbindung zum Server nicht da ist. Der Server weiß nicht, dass hier eine Ladesäule momentan aktiv ist, und wenn einer laden will, dass das halt nicht funktioniert. Das haben wir oft genug. Ja, dann kann man anrufen, dann kann man sagen, hey, Ladesäule bla bla bla, funktioniert nicht, schaut doch mal nach. Dann schauen die nach, und wenn, also starten sie neu, und wenn sie Glück haben oder wenn man Glück hat, dann verbindet die sich wieder mit dem Server und dann geht's auch, aber oft genug auch nicht. Ich habe schon ein paar Mal weiterfahren müssen mit dem Kommentar der Hotline, tut mir leid, wir können Ihnen leider nicht helfen, Sie müssen sich eine andere suchen. Und jetzt, wenn man da mit einer knappen Reichweite schon hinkommt, hat man ein Problem. Und deswegen stranke ich immer so bei 30% ungefähr. Weiter runter will ich gar nicht, weil 30% sind bei dem Fahrzeug ungefähr 40 Kilometer. Und das brauche ich, weil bis zur nächsten Ladesäule sind es gleich mal 10, 15, 20 Kilometer. So, und dann habe ich noch einen Kommentar gehört, die weitaus günstigere Variante statt dieser ist die daneben. Das kann ich euch mal zeigen, indem ich einfach mal euch mitnehme. So, und zwar die da hinten. Die soll angeblich noch kostenlos sein, und das, meine lieben Hasen, werde ich jetzt mal probieren.
Einwandfrei. So, das probieren wir jetzt mal. Ich habe hier ein Schademo mit 50 kW. Das sind schon ganz schöne Kabel, nur mich hat's gehaut. Schau ich mal. Verbindung okay, Start. Nein. Geht nicht mehr kostenlos. Die fordert jetzt eine Karte. Also, das war's. Leider muss ich euch enttäuschen. Geht nicht mehr kostenlos. Wollte ich ja auch probieren. So, ja. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ist wieder nicht kürzer geworden, das Video, aber ja, man muss ja meine Videos nicht anschauen, wenn man nicht will, wenn ich zu langsam rede oder zu langsam schaue. Je nachdem. Jeder Kanal hat seinen eigenen Charakter. So. Aber guter Tipp, wenn ihr zu einer NBW fährt und laden wollt und daneben ist noch eine ältere, ich würde erst die ausprobieren. Denn es kann sein, dass die kostenlos ist. Wenn man jetzt mit dem Auto herfährt, das 150 kW laden kann, dann macht so ein Ding natürlich kaum Sinn, weil es maximal, ich glaube, 50 kann. Ja, DC50. Und da kann man halt dann dementsprechend mit mehr Leistung laden. Das heißt, es geht schneller. Aber wenn du so ein Auto hast wie ich hier, das sowieso nicht mehr wie maximal 70 kann, dann macht es für mich jetzt den Unterschied nicht, ob ich hier jetzt mit knappe 40 und wie hier mit knappe 40 lade. Und wenn es hier dann kostenlos wäre. Also guter Tipp, probiert erstmal einen anderen, wenn er frei ist. Und wenn er funktioniert, ohne die Karte hinzuhalten, dann könnt ihr kostenlos laden. Auch überhaupt ein guter Tipp, erst einstecken und warten, was passiert. Weil meistens schalten sie ein. Manchmal muss man die Karte hinhalten. Aber dann hat man es wenigstens nicht umsonst gemacht. Also doch, dann hätte man es umsonst gemacht. Aber naja, was soll's. Also. Servus, sagt Locker, euer Volker.